So, Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Pyroflos Kingdom Hearts. Da, 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 da. Und das letzte Mal waren wir, ich weiß nicht, wie dieser Ort wieder, ich weiß nicht, wie dieser Ort heißt. Ach, Mega-Ether. Auf Rydradons Skills werde ich mich für eine Weile mal nicht verlassen können. Ja. Patrick wurde entführt. Aber Marco steckt dahinter. Und ja, wir gehen jetzt nun hier lang. Ah. Kampfboden. Empfohlen ist Level 22. Fleck mich doch, ich bin Level 15, das reicht mir. Wie konntest du nur? Ich habe der Welt einen Gefallen getan. Du hast nichts getan, außer Lügen erzählen und jeden betrügen, mit denen du vorgibst zu arbeiten. Ist das so? Ich hasse dich! Halt die Klappe, Pyroflo. Wir Skalle-Brüder regeln unsere Probleme nicht auf diese Weise zusammen. Nur reiß dich zusammen. Ihr könnt mich nicht erneut besiegen. Euer Ende ist nahe. Verlass dich nicht drauf. Unterschätzt mich nicht. Meine Stärke hat sich dramatisch gesteigert. Mach dich bereit, Kleiner. Ich muss ihn stillhalten. Nein, du wirst stehen bleiben. Geht doch. Das reicht, euer Ende ist nahe. Ich werde die Zeit, es wird Zeit, die Sache zu beenden. Er hat aufgehört anzugreifen. Seine Kraft steigt weiter. Pyroflo, was ist denn hier los? Gibst du etwas schon auf? Leute, ein Kumpel in Not würde mir niemals allein lassen. Zeigen ihm, was sie drauf haben. Das sind also deine Freunde. Gut zu wissen. So oder so habt ihr keine Chance. Auch wenn ihr zu zehnt auftaucht, ihr habt nicht den leisesten Hauch einer Chance. Das wird sich wohl noch zeigen. Achtung, seine Waffe ist anders. Dankeschön. Ihr seht, Churus Waffe hat sich verändert während seines Abenteuers mit Tonke und so. Keine Ahnung, wann oder wie er es bekommen hat. Hat er sich, glaube ich, eine neue Waffe zugelegt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, noch stärker als die Flammensäge. Und ich glaube, er kann wieder sch ein Schild tragen. Oh nein! Okay, erstmal Vita für Choro und Choro, verbrenn ihn. Und du mobst noch ein paar MP. Und ja. So. Schaden. Leider ist Markus so overpowered. Aber wir werden ihn noch besiegen. Aber dafür verliert er noch mehr HP. Bitte nochmal für Choro und Choro.
Feuerball einfach nochmal. So. Aha, stirb. Stopp. Flammende Rage. Und Sonic Speed Angriff. Oh, daneben. Okay. Jetzt wirst du richtig gefistet. Aha, wieder vorschwächen. Krachlerfaust. Und zerschneiden ihn. Da, 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 da. Yay! Verloren. So also sollte es enden. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Ich weiß. Und der Tod macht mir auch keine Angst. Beantworte uns bitte auch noch eine Frage. Was hattest du eigentlich vor? Niemande. Ich wollte ihnen dabei helfen, Vanitas aufzuhalten. Aber gleichzeitig musste ich sie hintergehen, weil ihre Vorhaben auch nichts Gutes nach sich gezogen hätten. Warum dann die Herzlosen? Und warum musste Patrick dann glauben? Patrick kannte die Antwort. Das war doch nur weil ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Vielleicht weil ich einfach noch nicht genug gesehen habe. Wir wurden im Dunkeln gelassen. Noch bevor wir die Wahrheit erfahren konnten, starb Marco vor unseren Augen. Und es ist unsere Schuld. Ja. Und dann auch noch Patrick. Die Ereignisse des heutigen Tages sind so furchtbar, dass niemand von uns darüber reden will. Wir sind nun wieder ein Team und wir kennen unsere Mission. Okay, Leute, wir sollten weiter. Wir können Vanitas nicht einfach so besiegen. Er ist unsterblich, vergesst das nicht. Und was sollen wir nun machen? Pyroflo, erinnerst du dich noch an den Herzmondplatz? Nicht wirklich. Zu schade. Wir sollten jedenfalls dorthin, um Vanitas die Kraft zu rauben. Spricht er immer so in Rätseln? Nur manchmal. Auf geht's. Seelenformel. Okay. Overworld-Rätseln gibt's vor. Machen wir irgendwie auch zum ersten Mal, kann es sein? Ich denke schon. Wow. Die Logik halt. Eine Holzbrücke auf dem Lavameer. Gott sei Dank spielen wir nicht in der Minecraft-Logik. Exwald, einer meiner Lieblingswäldern. Gut. Gut, wir speichern erstmal, aber ich mache noch einen zweiten Spielstand.
Ihr werdet es bald verstehen, aber erstmal weißen Form. Eine Mega-Formel. Und wir gehen wieder kurz zurück. Wir gehen wieder zurück zum zu der Vulkanbasis. Ah, ihr könnt mich doch mal. Gut, wir werden ausnahmsweise einmal mit weißen Pyroflo kämpfen. Aber nur ausnahmsweise. Dafür hat Pyroflo wenig HP. Also muss ich den Kampf schnell beenden. Warte, was mache ich da? Hatte ich schon schlimmere Ideen. Das war jetzt eine peinliche Szene von mir. Ich habe nicht an die Viecher gedacht. Ach, immer noch die Peinlichkeit. Levat-Kette. Das kommt noch stärker als die Astralkette. Naja, aber erstmal möchte ich noch kurz was bei Pyroflo nachschauen. Diamantenstaub. Ah, Choro, du bist ja wieder da. Da, die Versuchung ist zu groß. Ich werde es Pyroflo geben. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Vieh. Das war's mit meinem Zelt. Mach doch auf Choro. Ich sag doch auf Choro, verdammt. Dafür brauchst du keine Krachlerfaust. Ich werde dir deinen MPs nicht wiederhalten. Sack, ey. Immerhin. Gut, wir werden unsere Form wieder absetzen. Das ist schon zu hoch für mich, also. Ich bin Lydradon, Pyroflo. Epic Fail. Muss ich bestimmt wieder ändern können, oder? Oh Mann! Was habe ich hier getan? Alter! Ich kann Lydra doch nicht mal kontrollieren! Was soll ich mit dem Sack? Und Pyroflo! Alter! Ich habe als Beta-Tester versagt, verflucht. Wieso habe ich nicht an das gedacht? Oh, na, Mann. Okay, ich muss mich jetzt nur mit das zufrieden geben, was ich jetzt merkwürdigerweise
bin. Ach, nein, 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 nein. Okay. Okay, in diesem Wald kannst du Erfahrungen sammeln. Die blauen Kristalle geben dir EXP, die roten verringern sie. Gut zu wissen. Es ist zwar mein Lieblingswald, aber... Alter, das war jetzt eine peinliche Szene von mir. Wieso? Wieso habe ich das nicht bloß nicht davor ausgetestet? Ich dachte, das Spiel wäre bugfrei. Sogar Pyroflo hatte das Spiel noch kurz durchgetestet. Aber mit so etwas hätte doch kein Schwein rechnen können. Noch nicht mal Markus Klo. Danke, macht mich aber immer noch nicht glücklich. Ich hab versagt. Na, jetzt mal im Ernst, ich fühle mich scheiße. Ja, so kommen wir schneller an Level-Ups, aber... Aha, das ist mir zu peinlich. Ach, Mann. ich will... Winkel! Danke. Danke, dass mich dieser Wald noch glücklich machen kann, halbwegs. Aber ich hab versagt. Ja. Ich bin traurig. Immerhin. Naja, Moment. Oh. Naja. Es ist mir immer noch peinlich. Okay, Jurat hat das Höllenschwert. Ach. Es ist immer noch die Flammensäge, aber das kann ich in den Müll werfen. Ah, ich besitze schon den Reif, okay. Was? Echt? Es gibt jetzt einen Gürtel. Okay, Pyroflo wird jetzt die wichtigen Sachen tragen. Nach dem Part muss ich Pyroflo berichten, was ich da durchmachen musste. Such dir eine Truhe aus. Kraftband. Obwohl, Pyroflo muss nicht mehr einfrieren, also kann ich die Eisrakette loswerden. Die hat mir overpowern, ja, ein bisschen Pyroflo. Willst du bitte? Ne, die Kette kannst du jetzt vergessen, Pyroflo. Aber das ist ein schönes Level, also es hat zwar keinen Sinn, dieser Ball, aber da gibt man uns doch die Gelegenheit, sich noch ein bisschen zu stärken. Nicht er schon wieder. Wohin so eilig? Er ist es wieder. Welch Ehre, dich wieder mal zu treffen, Lydradon. Ich will ja nicht unhöflich erscheinen, aber ich hatte gehofft, du seist tot. Das gebe ich gerne zurück. Tot? Ich? Sei dir nicht so sicher. Ganz genau, wir machen dich fertig. Nein, Pyroflo, diesen Kampf würden wir nicht gewinnen. Du hast es endlich erkannt. Du hast mich falsch verstanden. Wie?
Wir könnten dich mit Leichtigkeit besiegen, aber du bist unsterblich. Noch was zum Büroflo. Ich werde mich um ihn alleine kümmern. Du beeilst dich und machst dich auf zum Herzmondplatz. Aber das ist ein Befehl. Jawohl, Bruder Herz. Wir zählen auf dich. Gut, damit sind wir wieder Pyroflo. Und ich bin immer noch traurig. Ich habe versagt. Ich habe so derbst versagt. Richtig. Das ist deprimierender Asche statt und so. Mit Deprimusik, aber egal. Moment, ich möchte was testen. Ach, schade. Naja, egal. Gut, das war's mit dem Part. Wenn euch dieser Part halbwegs noch gefallen hat, wegen diesem kleinen Fail, dann gebt es einen Daumen oben, legt es zum Favoriten und wenn ihr freundlich seid, könnt ihr auch ein Abo hinterlassen. Tschüss, ciao, ciao, sagt euch euer Choro. Die Mucke beschreibt sogar jetzt gerade mein Gefühl.